es nicht lassen. Ich bin bereit. Wow. Autsch. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Tja, Tommy, ich wäre ja vorsichtig, Kopien, es nicht wieder zu verbocken. Sorry, aber der Apfel sah im Krömaki aus, als würde er schon eine ganze Weile schimmeln, lächeln, das Smiley. Nein. Tut er nicht. Aber warte, ich muss da, glaube ich, drauf achten, ne? Ist das ein Rätsel? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist nicht gerade Technologie aus dem Zweiten Weltkrieg. Wer wohl die Upgrades gemacht hat? Ich bin eigentlich mega schlecht in sowas, weil ich mir nie was merken kann. Krömaki. Ja. Wer kennt ihn nicht, den Krömaki? Boah, ich hab's geschafft. Ich bin einmal ins Stocken gekommen, aber ich hab's geschafft. Ich bin voll gut. Juhu. Ich sollte mal wieder ein Rätselspiel spielen. Oh, Leute, wenn wir irgendwann mal es schaffen, Deponia auf 100% zu spielen, ich hab so Lust drauf. Nicht gerade das einladendste Clubhaus, was? Wenn ich überlege, wie sicher es oben ist, würde ich mit einigen unorthodoxen Abwehrmechanismen rechnen. Wie kommst du denn auf sowas, Bangley? Da war wieder ein Schimmeläpfelchen. Doch, Musik habe ich an. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse diese Mannequins. Verdammt! Ich warte mal eben kurz. Du hast so eine Gasmaske auf. Eigentlich dürfte dir das gar nicht. Naja. Hübsche Deko. War wohl Schlussverkauf bei Psycho XXL. Psycho XXL. Wer kennt die nicht? XXL. Nee, XXXL Psycho. So, Pizza bestellt. Sehr gut. Hallo? Oh Gott, ich stand da direkt drin, ne? Dumm. Auch irgendwie wieder ungeil. Wer Maschinen fällt,
Auf jeden Fall ist er ein Klassikliebhaber. Sie da unten schon direkt kaputt schießen sollen. Dort ist irgendwas Seltsames. Das sehe ich mir mal an. Das findest du seltsam, der Rest nicht, oder was? Nee, der Rest ist doch nicht seltsam. Ich wette, Bagley ist eigentlich Zero Day. Bagley ist einfach, hat eigentlich eine schizophrene Persönlichkeitsstörung. Tja, ich schätze, ich habe das Zero Day Hauptquartier gefunden. Nur leider ohne Zero Day. Bagley, was kannst du mir über diesen Ort sagen? Das ist nicht autorisiert? Wie kann das nicht autorisiert sein? Nicht autorisiert? Von wem? Von, anscheinend kann ich es nicht sagen. Kann ich denn sagen, dass das total nervig ist? Na, wenigstens geht das. Scheiße. Der Hacker fummelt an unserem Bagley rum. Durchsuch alles nach Beweisen. Wir müssen irgendwas finden. Mhm. Ja, vielleicht kann ich einzelne Datenpunkte analysieren. Du solltest dich mit der Untersuchung beeilen. Ich erfasse Albion-Aktivitäten im Gebiet. Vielleicht suchen die auch nach Zero Day. Ach, bitte nicht. Ich verstehe das nicht. Anscheinend betreibt Zero Day die Chip-Verfolgungssoftware, die wir von Mary Kelly haben. Was glaubst du wohl, was sie damit machen? Nichts Gutes, würde ich behaupten. Nähern wir uns gerade dem Ende der Story? ER Mani Version 13, die Wahrheit über Hacker. Wir, seine keine digitalen Geister. Ach, seien. Seine, genau. Seien keine digitalen Geister, die aus Spaß handeln. Wir verkörpern wahre Veränderung. Erstens, wir sind keine digitalen Geister, die aus Spaß handeln. Wir sind keine Geister, die sinnlos im Internet lauern. Wir zocken nicht rund um die Uhr und sabbern dabei zufrieden, während wir Lügen schlucken. Ist das gerade eine Beleidigung gegen mich? Hallo? Wir sind keine bösen Schelme, die unfähig sind, analytisch zu denken. Wir sorgen nicht des Chaos willen für Chaos. Unsere Augen sind überall und wir sehen die Wahrheit. Unsere Ohren sind überall und wir hören alles. Unser somatosensorisches System fühlt Schmerz, sowohl innerlich als auch äußerlich. Den inneren Schmerz und den äußeren Schmerz der Welt. Aber du sabberst ja nicht. Das liegt an der Kamera, das sieht man nur nicht. Zweitens, wir sehen die Welt, wie sie ist. Die Welt gleich unfair, ungerecht, gefühllos, bis zur völligen Starre verhärtet. Ach so, ja. Verdorben, verwirrt, archaisch, festgefahren. Soziale Ungerechtigkeit, Zwiespalt und der Klassenkonflikt sind so alt wie die Zeit selbst. Die Ober- und Unterschicht, die Bourgeoisie... Und die Proletarier, die Freien und die Sklaven, die Patrizier und die Plebejer. Oh Gott, ich kann sowas nicht, ne? Ich habe auch früher im Geschichtsleistungskurs nie vorlesen wollen. Der König und die Bauern. Das Ziel der Menschheit war es schon immer, sich gegenseitig zu unterdrücken, zu verdrängen und auszunutzen. Es ist so sinnlos. Und schuld daran ist die Gier, eine Geisteskrankheit, ein Krebsgeschwür, das aus der Menschheit rausgebrannt werden muss. Die Welt ist ein einziger Muskel, der sich vor Schmerz verkrampft hat und sich nicht mehr entspannen kann. Wie so ein Wadenkrampf. Drittens, wir sind die Verkörperung der wahren Veränderung. Wir sind die Boten der Veränderung. Wir sind nicht ineffektiv. Wir können den Schmerz lindern und werden nicht aufhören, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wir sind Fleisch und Blut. Wir sind aktiv und reaktiv. Wenn wir Änderungsbedarf sehen, werden wir handeln. Viertens, Moral und subjektiv. Nichts ist objektiv richtig oder falsch. Seit tausenden von Jahren haben sich die Moralvorstellungen entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Gesellschaften verändert. Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte manipuliert, um den Geschäftsführern, Diktatoren, Königen, Kriegsherren, Präsidenten, Premierministern, Generälen, allen in einer Machtposition in die Hände zu spielen.
Doch wenn der Gesellschaftszustand für die breite Masse unerträglich wird, ist es an der Zeit, zum Wohle aller für Veränderungen zu sorgen, egal zu welchem Preis. Da Moral subjektiv ist, ist auch die Angemessenheit der Methode, um eine Veränderung herbeizuführen, subjektiv. Verschiedene Situationen erfordern verschiedene Maßnahmen. Es liegt im Ermessen des Boten zu entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eine Veränderung herbeizuführen, die zum Wohle der Gesellschaft ist. Oh. Okay. Fünftens. Wer nichts unternimmt, ist nichts wert. Wer nichts unternimmt und den Unterdrückern blind folgt, trägt zum Untergang der Gesellschaft bei. Wer tatenlos zusieht, ist nicht nur mit Schuld an der Situation, sondern unterstützt damit auch die Unterdrücker. Ein Schaf bleibt ein Schaf, egal ob es folgt oder nichts tut. In einer Welt, die sich verzweifelt nach Veränderung sehnt, ziehen die Boten der Veränderung den besten Nutzen aus den Schafen, die nichts unternehmen. Sie dürfen geschoren werden, damit ihre Wolle die Boten warm halten kann. Die Schafe dürfen geschlachtet werden, damit die Boten von ihrem Fleisch zehren können, um ihren Kampf fortzusetzen. All jene, die sich Dedsec anschließen, sind keine Schafe und werden es auch nie sein. All jene, die sich Dedsec anschließen, schwören, Boten der Veränderung zu sein. All jene, die sich Dedsec anschließen, sind Menschen von Wert. Oh, schwierig. Boah, schwierig. Hami-Koffein. Kurze Unterbrechung. Kurze Unterbrechung?